Willkommen zu einem neuen Guide zu State of Survival und willkommen zum ersten Teil meines Kostenguides für die Vollendungshelden der Generation 17. Heute zeige ich euch die kompletten Upgrade-Kosten für Mia. Außerdem zeige ich euch, welche Materialien ihr für die Upgrades benötigt. Bereit? Dann fangen wir an. Um Mia zu verbessern, benötigt ihr die folgenden Materialien. Bevor ihr mit den Upgrades beginnen könnt, müsst ihr Mia zunächst orten. Hierfür benötigt ihr 10 Vollendungskapseln. Wir beginnen die Upgrades mit den Talenten im blauen Gehirn. Um die Talente zu verbessern, benötigt ihr den Vollendungstrank und die Vollendungskapseln. Im Screenshot seht ihr die benötigten Mengen an Tränken und Kapseln zum Maxen der einzelnen Talente. Rechts seht ihr die Gesamtmengen an Tränken und Kapseln. Als nächstes verbessern wir die Talente im lila Gehirn. Hier benötigt ihr ebenfalls den Vollendungstrank und die Vollendungskapseln. Im Screenshot seht ihr die benötigten Mengen an Tränken und Kapseln zum Maxen der einzelnen Talente. Rechts seht ihr die Gesamtmengen an Tränken und Kapseln. Als nächstes verbessern wir die Vollendungsfähigkeiten. Genau wie bei Generation 16 sind auch hier 700 Punkte pro Fähigkeitslevel erforderlich. Ich empfehle, die Fähigkeiten nur mit den Kapseln oder legendären Fragmenten zu verbessern. Rechts seht ihr die Kosten für die Verbesserung einer Fähigkeit auf Level 9, je nachdem, was ihr zum Verbessern benutzt. Wie bei allen anderen Vollendungsgenerationen benötigt ihr 2 Vollendungsspritzen, um eine Fähigkeit auf Level 10 zu verbessern. Und abschließend für heute verbessern wir das Vollendungslevel. Um das Vollendungslevel zu verbessern, benötigt ihr die Vollendungschips. Für das Maximallevel 20 benötigt ihr 173 Chips. Hier seht ihr die Gesamtkosten, um Mia zu maxen. Der Wert für die Kapseln umfasst Ortung, Talente und Fähigkeiten. Verbessert man die Fähigkeiten mit Fragmenten, benötigt man trotzdem noch 612 Kapseln für die Ortung und die Talente. Ich hoffe, dieses Video ist hilfreich für euch. Danke für eure Aufmerksamkeit.